Hallihallo, ihr Weltraumfahrer da draußen. Willkommen bei Horizon. Ja, wir schlagen uns ja immer noch mit den Tantik hier rum, die uns ein bisschen auf die Nerven gehen. Sind ja aber auch schon dabei. Ja, wir haben ja mit den Frieden geschlossen erstmal. Damit hier jeder erstmal für sich doch ein bisschen weitermachen kann. Wir haben hier einen Erkunder, der hier unten erstmal das System ein bisschen untersuchen soll. Die Basik haben uns über die Existenz einer Gargal genannten Rasse informiert. Die Basik haben uns einer Kamsak Lesku informiert. Okay. War das nicht so, dass wir mit den Tantik... Ja, genau, wir sind mit den Tantik wieder verfeindet. Die können es ja irgendwie nicht lassen, bieten uns ja an, dass wir dementsprechend wieder befreundet sind. Und dann mögen sie uns ja doch auf einmal nicht. Hier unten haben die Säue auch schon was eingenommen. Also die haben... Die werden von uns definitiv klein gemacht. Allerdings müssen erstmal noch die Kreuzer hier lang. Was sagt denn unsere Technologie? Das Tarnkappengerät. Mit denen wir uns eine kleine rote Kappe aufsetzen und getarnt sind. Ja, war das hier, also die Androiden waren ja die höhere Erwerbsbevölkerung. Gut, gut, okay, okay. Lässt sich doch auch mit leben. Ja, für das Tarngerät kann er jetzt noch einmal hochpushen und dann würde ich ja sagen, dass wir das Zielansprachensystem nochmal erhöhen. Da uns das natürlich bessere Chancen trifft, bessere Chancen gibt, mit unseren Waffen zu treffen. Die Antimaterie-Torpedos, ja, aber erstmal soll ich über das Terraform. Das ist nämlich eine ganz geile Sache. Das Terraform. Damit können wir nämlich jeden unserer Planeten, die wir bis jetzt bevölkert haben, erdähnlich machen. Das heißt, optimal für unsere Bevölkerung. Deswegen würde ich das schon gerne so schnell wie möglich haben. Ja, Erwerbsbevölkerung, Industrie, Ättergefechte, Bodengefechte. Das ist doch eine geile Sache. Das heißt, wir haben jetzt auf der Erde 35% Bewerbserbevölkerung. Bevölkerung. Das nenne ich doch schick. Da sieht man auch gleich, die Projekte sind gestiegen. Und statt, ja, mach mal die Gefechtsmechs. Mal gucken, was die uns so bringen. Ich hoffe, dass wir nun keinen Tantik hier über den Weg fahren. Terraformung. Terraformung. Bereich plus 10% pro Runde. Ja, ganz, ganz schick. Antimaterie-Torpedos machen schon mal 5 Schaden mehr. Das ist doch eine ganz geile Sache. Jetzt möchte ich aber statt die Antimaterie-Torpedos gerne meine Laserkanonen erhöhen. Aber die natürlich auf Stufe 3 15 Schaden machen. Das bringt uns natürlich den Vorteil im Kampf. Du solltest uns den hier kolonisieren.
Vor allem haben wir den Vorteil mit der Terraformung, dass wir auch verschiedene andere Planeten terraformen können, die wir vorher nicht terraformen konnten, beziehungsweise wir können sie überhaupt erstmal kolonisieren. Das konnten wir ja mit den Unfruchtbaren nicht. Die Unfruchtbaren können wir jetzt aber zum Beispiel auch kolonisieren. Dann gehst du mal bitte zurück ins Sol-System. Dann holen wir uns den Merkur und den Venus auch noch. Werden jetzt mal unsere Planeten durchschalten. Auf dass wir sie terraformen. Dafür müssen wir hier oben auf Terraformieren gehen. Und dann werden sie terraformt zu erdähnlichen Planeten. Ja. Bitte alle terraformieren, die nicht erdähnlich sind. Da muss ich den ja auch nochmal einnehmen, wa? Karamis. Toxisch können wir jetzt nämlich auch einnehmen. Beziehungsweise kolonisieren. Mehr habe ich noch gar nicht. Na ja, gut. Dann kann er ja, sollte die Terraformung, ach guck mal, zwei Runden, dann haben wir die Terraformung auf Stufe 2, die uns dann 15% pro Runde bringt. Jetzt brauchen wir ja, für eine Terraformung brauchen wir jetzt 10 Runden. Weil 10 mal 10 ja 100% bringt. Hä? Kosten 29 Millionen Credits. Kosten 43 Millionen. Was wollte ich hier? Genau. Reparieren. Warum reparieren? Warum habe ich denn hier eine Kaserne drauf? Ach, das sind noch die Überreste von seiner alten... Hier sind noch die Überreste der Anlagen von unserem... von Tarn... Wie heißen die das? Tantik drauf. Guck mal, ich habe hier noch gar nichts drauf geworden. Hier steht überall reparieren. Dann wollen wir das doch gleich mal machen. Das finde ich ja interessant. Deswegen ist die Kaserne hier auch drauf. Ah, Sternbasis Werft, okay. Aha. Laminas müssen wir und Hayas müssen wir noch wegnehmen. Ich würde mal fast sagen, wir nehmen ihn Hayas weg, weil... Dort kann man eh nur einen einzigen Planeten kolonisieren. System untersuchen. Dieses hier bitte. Das werden wir dann wohl als erstes mal machen, wa? Oh. Wir würden beide von mehr Handel profitieren. Daher bieten wir dem Edgar durch einen Freihandelsvertrag an. Ja, natürlich bin ich dafür. Mehr Handel ist immer gut. Terraformung. Ah.
Ja, es ist ja schön, dass die Sachen jetzt repariert sind. Die Terraforming braucht doch 16 Runden. Die wollen nur 13 Runden. Die wollen nur 15 Runden. Okay. Gut. Atomstromgenerator braucht noch 39 Runden. Die Titanpanzerung braucht noch 139 Runden. Ja. Die Terraformung braucht noch 16 Runden, weil sie dort verstärkt forschen sollen. Macht natürlich irgendwo Sinn. Das Basilikum schlägt vor, Reisefreiheit zwischen unseren beiden Reichen umzusetzen. Ja. Okay. Finde ich doch nett, dass sie das so von uns wollen. Da können wir dann gleich mal den ganzen Tourismus alles erhöhen. Das bringt uns natürlich auch mehr Geld. Mit den Basic werden wir uns dann dementsprechend auch es nicht irgendwie verscherzen. Wäre ja schön dämlich, wenn wir das machen. Oh. Ja, wen haben wir denn diesmal? Die Lashkun-Konsil. Wir haben es im Gefühl, dass ihr ein freundliches Volk seid. Wir freuen uns auf künftige Kontakte zwischen unseren Völkern. Ja, warum auch nicht? Auch dieses System ist ein neutrales System. Na, dann durchsuche doch mal das System. Die breiten sich hier jetzt auch ganz schön gewaltig aus. Also, ich muss ja sagen, dieses Spiel hat ja extrem, oder hat sehr schlechte, nicht extrem, aber doch sehr schlechte Kritiken bekommen. Also ich habe gesehen, dass das Spiel irgendwie 2,5 oder 3 Sterne nur bekommen hat auf Amazon. Als Beispiel, oder auch bei anderen Portalen, wo man Spiele bewerten kann. Wo dann gesagt wird, ja, die Grafik sei überhaupt nicht mehr zeitgemäß, um diese 2D-Modelle hätte man sich sparen können. Und, also jetzt das, was gerade kam mit den Zwischensequenzen, dass man Völker, den Kontakt mit anderen Völkern dann auf einmal stattfindet. Und ja, dass das irgendwie alles nicht mehr im Großen und Ganzen nicht so schick gemacht sei. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Also ich finde es so als strategiebasiertes Spiel gar nicht mal schlecht. Und naja, was will ich denn mit einem Spiel, was übelst geile Grafik hat und richtig schicke, geile animierte Schiffe und Gefechte und sonstiges. Wenn aber darunter dann der Inhalt leidet, wenn der Spieleinhalt einfach dann nicht mehr so toll ist, das würde mir dann ja gar nichts bringen. Also ich finde so vom Strategischen her eigentlich ganz schick gemacht. Auch was gesagt wurde, die Rassen ja so 0815, warum müssen die Menschen denn immer so freundlich sein und alles, warum können dann die nicht mal als richtige Aggressoren dargestellt werden und richtig bösen, fies aussehenden Rassen als wie haben sie es gesagt? Als
liebenswerte Wesen dargestellt werden. Und das, also, das kann ich ja jetzt irgendwie mal so überhaupt gar nicht nachvollziehen, warum man denn Sachen so machen sollte. Ich meine, was interessiert mich denn großartig die Rassen? Das ganze Spiel an sich ist doch relativ gut ausgeglichen gemacht. Gut, dann wurde noch gesagt, wenn man halt kein klassisches Spiel startet, sondern ein normales Spiel, wo halt diese vorgenerierten Missionen zu jeder Rasse da sind, würde man einen technologischen Rückstand haben, den man nicht wieder aufholen könne. Ja, okay. Mag auf eine gewisse Art und Weise stimmen. Aber genau da ist doch aber auch irgendwo wieder ein Reiz, dass man nicht gleich so, wie soll ich sagen, überstark ist. Sondern dass man wirklich mal als menschlicher Spieler einen Nachteil hat, den man irgendwo dann wieder ausgleichen muss. Also finde ich zumindest es jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich muss auch sagen, ich persönlich habe jetzt nicht so unbedingt den starken Nachteil festgestellt. Unsere Meldung des Abends. Ex-Person ist der Schlüssel zu befolgen, zumindest glauben die Kam sagt das. Okay. Der Merkur wurde kolonisiert. Ja, natürlich, das finde ich doch immer am schönsten. Könnt ihr auch gleich sofort mit der Terraformung anfangen. Also jetzt warte ich noch, dass zwei Kreuzer fertiggestellt werden. Dass die Großfabriken mal hier fertig werden. Da ja auch nur viel Geld reingebuttert, ne? Ach, die Laskun haben sich hier niedergelassen. Nein, die Basik haben sich hier niedergelassen. Ja gut, können sie auch machen. Habe ich hier systemtechnisch noch irgendwas zu untersuchen? Den hier. Kann er mal da hochfliegen? Die ganzen hier. Karamis, was wollt ihr denn von mir? So, Kolonie-Chef, kannst du wieder kolonisieren? Dann kannst du zu Karamis gehen. Dann können wir hier nämlich den da oben nochmal einnehmen. Was fertig ist, wird wieder auf Pflege gestellt. Ja, okay, das ist in Ordnung. Da wollen wir mal Hayas wegnehmen, ne? Als nächstes. Kolonie auf dem Planeten Venus errichtet. Wollen wir uns mal hier nach unten arbeiten. Auf dem Planeten Venus. Ja. Und dann baust du den, den, den und den. Da wird eh terraformiert. Was sagt denn unsere Tech? Terraformung. Als nächstes wird dann die Laserkanone mal verstärkt erforscht, da wir ja noch keine anderen Waffen haben. Kreuzertransporter will ich nichts zu tun. Du sollst einfach nur mal den ganzen Kram hier einnehmen. Ich will mich gar nicht erst großartig mit dem noch rumschlagen, vor allem nicht mit dem Kreuzer.